Vielen Dank, Herr Kollege Martin. Nächster Redner ist der Abg. Thorsten Warnecke für die Fraktion der SPD. Sehr verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will vielleicht mit Ihnen anfangen, lieber Herr Martin. Die scharfe Kritik an Ihrem Landesverkehrsminister teile ich. Während der Grünen Beteiligung an der Landesregierung ist das Straßenbauvermögen um 413 Millionen € gesunken. 413 Millionen sind umgerechnet nach den üblichen statistischen Erhebungen gut 500 Kilometer Landesstraßen, die zu Schrottstraßen wurden. Und das bezeichnen die Grünen als nachhaltig. Wir werden uns das merken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mir schien, dass die Reden von Ihnen beiden getragen waren von folgendem Satz. Der Vorteil, wenn man sich selber lobt, liegt darin, dass man so dick und genau an der richtigen Stelle auftragen kann. Das hat mal Samuel Butler von sich gegeben, angeblich ein englischer Dichter, auf jeden Fall ein Satiriker. Und so kam ein Teil der Beiträge auch bei uns an. Denn gehen wir, und die Corona-Zeiten bieten ja auch Positives, mal zurück zu dem, über was Sie überhaupt Ihren Antrag geschrieben haben. Es begann mal mit der Entnahme aus dem KFA über Jahre in Höhe von 2,4 Milliarden Euro netto, die die Landesregierung den Kommunen weggenommen hat. Und anschließend wurde der Schutzschirm erfunden. Und bei dem Schutzschirm gab es dann komischerweise ein Volumen von 3,2 Milliarden, das allerdings gepaart wurde, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit den notwendigen Mitteln, die die Kommunen aufzubringen hatten, wie Sie zu Recht sagen, Herr Martin, die Bürgerinnen und Bürger. Das waren noch einmal 4,1677 Milliarden Euro. Damit sind wir schon im Saldo bei ungefähr 6,4 Milliarden Euro gegen 3,2. Lob ist eine gute Sache, aber Lob sollte dann auch gerechterweise denen zufallen, denen man das Geld abverlangen hat, nämlich den Bürgerinnen und Bürgern. Und die Freiräume, liebe Kolleginnen und Kollegen, und die Freiräume, von denen Sie da sprechen, die Freiräume sind den Kommunen genommen. Während es eingangs noch die Diskussion gab, dass nur die Schutzschirmkommunen entsprechende Auflagen bekommen, wir haben nie daran gedacht, dass Sie das ernsthaft einhalten, haben Sie die Auflagen anschließend allen Kommunen gegeben. Und so gab es gar keine Wahl mehr für die Kommunen. Und diese Auflagen sind auch die jetzt geltenden Kommunen. So viel zur Partnerschaft mit den Kommunen. Versprechen gebrochen. Nachdem, liebe Kolleginnen und Kollegen, nachdem der Bund sich dann entschlossen hat, Investitionsprogramme aufzulegen, die in Hessen als kommunale Investitionsprogramme – ach, das erinnert mich übrigens gerade an die Debatte, die wir hatten über die Frage, wer entschuldet wen. Ich fand den Hinweis sehr gut zu sagen, dass der Bund in der Tat initiativ wurde mit Bundesminister Olaf Scholz, der gesagt hat, wir, Bund und Länder, wollen gemeinsam Schulden der Kommunen übernehmen und jeweils hälftig tragen. Herr Reul, Hessen ist da kein Vorbild. Dann erklären Sie mir mal bitte, ob tatsächlich ernsthaft Sie vortragen wollen, dass Sie das Land die Hälfte der Schulden nehmen. Nein, das behaupten Sie ja nicht mal selber bei der Hessenkasse. Das behaupten Sie ja nicht mal selber. Das war der Unterschied, und die andere Hälfte hätten nicht die Kommunen tragen müssen, sondern der Bund. Und dass sich Hessen darüber empört hat, weil im Saldo bei der Landesquote noch einiges offen steht, das kann ich mir vorstellen, und weil es Ihrem Interesse, die Kommunen zu knechten, nicht entspricht. Ihre Haltung ist, dass Kommunen Dinge zu befolgen haben. Und wenn wir bei Corona uns ganz viele Sachen der Kommunalpolitiker anhören, ist es in der Regel so, dass das, was das Land gerne für Montag dekretiert, am Freitagmittag in den Rathäusern ankommt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist der Ausdruck, wie mit Kommunen im Lande Hessen umgegangen wird. Und da geht es gar nicht nur ums Geld. Aber auch ums Geld. Und ich kann ja durchaus nachvollziehen, und das mit dem Lob, ich habe es schon angeführt, ist eine Angelegenheit, die man in Stufen in der Tat vornehmen sollte. Ich kann durchaus nachvollziehen, und wir als Sozialdemokraten, dass man vorzeitig Geld zahlt. Aber vorzeitig Geld heißt immer für denjenigen, dass es dann nachzeitig fehlt. Ist doch auch logisch. Das ist ja nicht mehr Geld geworden. Ja, eben. Und nicht mehr. Und nicht mehr. Es ist nicht mehr. Mächtig gewaltig, kann ich dazu nur sagen. Also, kommunales Investitionsprogramm. Ich habe mir die Zahlen dann mal rausgeguckt. Was meinen Sie denn, wer derjenige ist, der am meisten zahlt, der nicht einmal in Ihrem Absatz zu diesem Thema genannt wird? Der Bund.
der es nicht einmal wert, genannt zu werden. Sie haben beim KIPP II den lächerlichen Anteil, ich müsste es nachgucken, es sind, wenn ich das richtig weiß, 89 Millionen Euro oder 16% gezahlt. Dafür loben Sie sich. Dass der Bund für dasselbe Programm 330 Millionen € gezahlt hat oder 59%, ist nicht einmal der Erwähnung wert. So kann man in der Tat Politik machen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn man die ganze Sache zuspitzt, und die muss zugespitzt werden, finde ich die Nummer mit der Heimatumlage schon eine dreiste Nummer. 15 Bundesländer sagen, das ist kommunales Geld, und selbstverständlich bleibt es den Kommunen, die Gewerbesteuer im wahrsten Sinne des Wortes einnehmen. Zum Teil Hebesätze, über die die Wirtschaft ächzt, aber die sagen, wir machen das. Und Sie sagen im Lande Hessen, wir nehmen das Geld erst einmal von den Kommunen weg und verteilen es dann großzügig für die Auflagen, die wir den Kommunen machen. Thema Konnexität. So habe ich das noch nie verstanden, dass das Konnexität ist. Und wenn wir das mal, weil ich gesagt habe, man hat ja ein bisschen Zeit, wenn ich das mal, Herr Präsident, da ist nichts Gefährliches drauf, außer politisch gefährlich, wenn ich das mal zusammenzähle, handelt es sich bei all diesen Programmen, der KfA-Entnahme, dem Schutzschirm, den beiden kommunalen Investitionsprogrammen, der Hessenkasse und der Heimatumlage, und wir rechnen immer gerne alles auf 30 Jahre, weil wir alles prolongieren auf 30 Jahre, um ein Volumen von 27,6 Milliarden Euro. Wissen Sie, wie viel davon das Land trägt? 23%. 23%, und die Kommunen sind bummelig bei mit etwa 21 Milliarden. Da muss man aber richtig mal die Kommunen loben, oder? Habe ich das vernommen? Habe ich das vernommen, dass die Bürgerinnen und Bürger, die das tragen, gelobt werden? Die mussten nämlich höhere bis zu 1.000 Punkte, wie Sie ja mitbekommen haben, Grundsteuer bezahlen. Da gibt es ja auch demnächst noch eine Reform. Das hat nicht das Land irgendwie gemacht. Das haben die Leute vor Ort beschließen müssen. Und die Begründung war fairerweise nicht immer die, zu sagen, ja, das ist das Land, das da schuld ist. Aber Sie haben in Ihrem Antrag so richtig die Kommunen gar nicht gelobt und das, was Bürgerinnen und Bürger, was Ehrenamtliche dort beschließen, sondern Sie haben gesagt, wir als Landesregierung, noch einmal, 23% dabei, da müsste man schon, der Vorteil ist, wenn man sich selber lobt, dass man so dick auftragen und genau an der richtigen Stelle auftragen kann, wie man selber möchte. Ich möchte das nicht, dass Sie das so einfach können. Ich möchte, dass das ein bisschen realistisch betrachtet wird. Und da gibt es etwas Schönes von Konfuzius, wenn ich das zitieren darf. Das, was nicht klar ist, sollte aufgeklärt werden. Und dazu ist der Landtag da. Und vielleicht führt es bei Ihnen ja dazu, dass Sie im Gegensatz zu dem Antrag der FDP, dem wir selbstverständlich zustimmen können, und der auch noch einmal klar macht, wie Sie in eine Krisensituation umgehen mit der Frage, was war das da von Partizipation, nur gemeinsam, Seite und Seite, zusammen? Sie haben uns als Opposition eiskalt der Mitbestimmungsrechte bei diesem Sonderschattenhaushalt genommen, eine Zweidrittelmehrheit gekillt, eiskalt. Und zwar nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen, weil wir nicht alle einig waren darüber, dass was gemacht werden musste. Und FDP und SPD haben sogar einen Nachtragshaushalt von 4,5 Milliarden, der war noch höher als Ihrer, vorgelegt. Also ums Geld kann es nicht gegangen sein, sondern es ging darum, diese lästige Zweidrittelmehrheit loszuwerden. Seit an Seit. Und dann haben Sie noch nicht einmal den Tort gehabt, was in anderen Ländern selbstverständlich ist, dass man die eigene Mehrheit braucht, die Mehrheit der gewählten Abgeordneten. Sondern haben Sie gesagt, dann machen wir die einfache Mehrheit. Ganz normal, ganz banal. Und dann kam auch noch das perfide Argument, dass die Opposition ja sonst die Mehrheit. Nee, die Opposition hat keine Mehrheit, sonst würden Sie ja nicht regieren. Sie müssen immer die Mehrheit selber haben. Aber auf diese vertrauen Sie nicht. Da mag es ja auch Gründe geben, die kenne ich nun nicht und ich bin auch nicht Spekulatius. Aber das ist Ihr Problem und nicht unseres. Das nur einmal zum Thema Seit an Seit. Darum geht es nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen, jedenfalls nicht für Sie. Zurück noch einmal zu der Frage, die wir vorhin thematisiert haben, wie könnte man den Kommunen helfen? Ja, in der Tat könnte man den Kommunen deutlich helfen, indem man den Kommunen weniger Auflagen macht. Und man könnte ihnen beispielsweise, wenn wir über insgesamt 12 Milliarden Euro sprechen, helfen beim Thema Krankenhäuser. Und das spreche ich deshalb mal bewusst an, weil bei uns im Landkreis auch darüber geredet wird, wie es denn weitergeht. Ich will Ihnen mal ein Volumen sagen von 85 Millionen, das dieser Landkreis Hersfeld-Rotenburg in 10 Jahren investiert hat. Was meinen Sie denn, wie viel Geld vom Land kam? 35 Millionen. Denken jeder, oh, das ist viel Geld, weil der Trick immer der ist, Förderfähiges wird nur anerkannt. Das andere müssen wir zwar auch investieren, Investitionen auch notwendig. Wenn wir das nicht machen würden, würde es trotzdem nicht funktionieren, das Krankenhaus, weil es keine Geräte gäbe. Förderfähig wird nur anerkannt. 35 Millionen.
Wissen Sie, dass wir eine Krankenhausumlage zahlen? Die beträgt in 10 Jahren bummelig 25 Millionen. Die zahlt, so ähnlich wie der andere Trickrat, die zahlt die Kommune, also der Landkreis, ans Land und bittet anschließend darüber, dass die Landesbürokratie sich überlegt, dieses Geld auch wiederzugeben. Dann sind wir bei 10 Millionen von 85. Das heißt, wir haben 75 Millionen als nicht so super Landkreis selber getragen. Und jetzt steht dieser Landkreis vor einem großen Problem. Ich persönlich würde ja sagen, da müssen wir 100 Millionen aus der Landeskasse rüberwachsen. Wir haben ja 12 Milliarden. Wenn man in Corona-Zeiten Krankenhäuser nicht als das Wichtigste ansieht, die Gesundheitsversorgung, ja was denn dann, liebe Kolleginnen und Kollegen? Und dazu will ich Ihnen nur sagen, auch in dem heutigen, jetzt bin ich auch fertig, in dem heutigen Antrag kein einziger Piep, nichts, kein Satz. Das soll verhandelt werden irgendwie. Man kann über die Gesundheitsversorgung in Hessen nicht so plump verhandeln, wie Sie das machen wollen. Wenn Sie 9,5 Milliarden noch haben, die anderen Mittel den Kommunen zur Verfügung stellen wollen, kann ich Ihnen nur sagen, schlagen Sie dazu, geben Sie so viel Geld wie notwendig, damit die Krankenhausstruktur in Hessen zukunftsfähig ist. Und nehmen Sie nicht die mit Ihrem 7 Jahre Verlängerungsgesetz des Krankenhausgesetzes, dort die festgeschriebenen 18,4 Millionen jährlich, diesen lächerlichen Betrag als Maßstab dafür, dass Sie auch bei der Diskussion dabei sind. Das ist nichts Gutes. Ich danke fürs Zuhören und wünsche uns allen viel Gesundheit. Danke schön. Vielen Dank, Herr Kollege Warnecke. Nächster Redner ist der Abgeordnete Schalauske für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Bevor ich mich jetzt auch der vielleicht etwas abseitigen Geschichtsbetrachtung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den Kommunen, wie er in dem Antrag zum Ausdruck kommt von CDU und GRÜNEN und auch in der langen Rede des CDU-Kollegen Reuels intensiver beschäftige, möchte ich doch auch lieber mit der Corona-Pandemie und der grundsätzlichen Aufgaben der Kommunen beginnen. Wir haben gestern sehr intensiv hier darüber diskutiert, dass die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie eben nicht nur die Haushalte von Land und Bund mit voller Wucht treffen, sondern auch die der hessischen Kommunen. Und dass wir uns doch alle einig sind, dass nach Grundgesetz und hessischer Verfassung Landkreise, Städte und Gemeinden das Recht auf kommunale Selbstverwaltung haben und dass sie alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung regeln können. Die Realität, die sah aber schon vor Corona oft anders aus. Es fehlte eine angemessene Finanzausstattung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Daseinsvorsorge, zur Finanzierung der sogenannten freiwilligen Leistungen, die ja oft so gar nicht so freiwillig, sondern vielmehr nötig sind. Und auch immer mehr Aufgaben wurden von Bund und Ländern auf die Kommunen übertragen und die bis dato vorhandenen Aufgaben nicht ausreichend und angemessen finanziert, auch wenn es da jetzt Entlastungen aktuell gibt, wie beispielsweise bei den Kosten der Unterkunft. Auch bei den Steuereinnahmen im föderalen System sind die Kommunen quasi die Letzten. Nur rund 14% der gesamten Steuereinnahmen bundesweit entfallen auf die Kommunen. Die Aufgaben sind oft um deutlich größer. Jetzt in diesem Kontext der Pandemie behaupten CDU und GRÜNE, das Land, das sei ein Partner der Kommunen, freilich mit Blick auf den Umgang des Landes mit den Städten, Kreisen und Gemeinden, da hatte dieser Umgang in der Vergangenheit freilich oft einen ganz anderen Charakter. Dazu später dann noch einmal mehr. Im Anschluss an die Debatte, die wir gestern geführt haben, zur Kompensation der Gewerbesteuerausfälle, loben Sie sich erneut in diesem Antrag für die Bereitstellung von 2,5 Milliarden € für die Kommunen aus dem Gesetz zum Sondervermögen. Nach allem, was wir heute wissen, was wir diskutiert haben, wird diese Summe wohl nicht ausreichen, um die Verluste der Kommunen bei den Steuereinnahmen auszugleichen. Diese belaufen sich nach den Mai-Steuerschätzungen bis 2023 auf 3,5 Milliarden €, bis 2024 sogar auf 4,2 Milliarden €. Dabei sind wir noch nicht bei pandemiebedingten Mehrausgaben in den Kommunen und bei Ausfällen von weiteren Einnahmequellen wie Gebühren und anderes.
Aber CDU und GRÜNE beabsichtigen auch nicht. Da ist ja, spricht Ihr Antrag ja eine deutliche Sprache, alle Einnahmeausfälle zu kompensieren. Und Sie verkünden ja im vorliegenden Antrag bereits jetzt, wo sich die Kommunen fragen, wie sie überhaupt ihre Haushalte aufstellen sollen, wie sie alle Ausgaben finanzieren sollen, die Erwartung an die Kommunen, ihre Ausgaben zu kürzen. Sie nennen das euphemistisch Konsolidierung. Und für unsere Fraktion sage ich ganz klar, das Kürzen von öffentlichen Leistungen ist nicht nur in der Krise der falsche Weg und wird auch auf unseren heftigen Widerstand treffen, in den Kommunen wie auch hier im Hessischen Landtag. Zumal in einer ökonomischen Krise, und das haben ja auch die Vertreter der Kommunalen Spitzenverbände deutlich gemacht, dass die Kommunen das Gegenteil machen sollten von dem, was Sie jetzt Konsolidierung nennen und einfordern. Sie sollten kräftig investieren, um die Wirtschaft voranzubringen, nicht in die Krise hineinsparen, sie damit noch verschärfen und vor allem die Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger sichern, für die die Kommunen ja am Ende da sind. Die Bereitstellung von den 1,2 Milliarden € seitens Bund und Land, die wir gestern diskutiert haben, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, zugegeben. Für das Land ist das aber auch keine Goodwill-Leistung, die man sich groß auf die Fahnen schreiben kann, sondern eine Aufgabe, die verfassungsmäßig geboten ist. Bei anderen Maßnahmen aus dem sogenannten Corona-Kommunalpaket, für die Sie sich hier loben, hätte man auch weitergehen können, etwa bei den Teilstundungen der Hessenkasse. Das Land hätte hier auch problemlos eine komplette Stundung machen können. Ich finde es in jedem Fall bemerkenswert, und das hat die Debatte auch noch einmal gezeigt, dass sich CDU und GRÜNE jetzt heute genau dafür loben, dass sie die einst doch so unerbittlich und mit aller Kraft gegenüber den Kommunen durchgesetzten Regularien wie das Verbot von Kassenkrediten, von Neuverschuldung, jetzt in der Krise einfach so über Bord werfen. Und umso schöner, wenn sich der grüne Kollege Martin dann zur Begründung dieser Politik auch den Argumenten der Linken und aus den Debatten der letzten Jahre bedient. Da könnte man meinen, links wirkt, meine Damen und Herren. Man könnte es meinen. Wir haben nämlich immer gesagt, dass die finanzielle Gängelung der Kommunen auf der Ausgabenseite schon in normalen Jahren falsch ist, in der Krise aber kaum zu halten sein wird. Immerhin, letztere Erkenntnis scheint bei Ihnen angekommen zu sein. Das nehmen wir interessiert zur Kenntnis. Links wirkt, meine Damen und Herren. Allerdings, CDU und GRÜNE drohen zugleich mit dem erhobenen Zeigefinger und fordern schon jetzt wieder eine restriktive Haushaltspolitik ein. Und wer nicht macht, was das Land will, der wird an die Instrumente von Hessenkasse und Schutzschirm sogleich erinnert. Wer nicht hören will, der soll wohl fühlen. So kann man dieses Ankündigungskonzept wohl verstehen. Ein zweifelsohne fragwürdiges pädagogisches Konzept. Und da gilt, lieber Kollege Hahn, ich finde die Haltung der CDU und der GRÜNEN und der Landesregierung in dieser Frage ist schon stringent, weil Sie gesagt haben, na, das ist ja alles nicht so stringent. Die Schuldenbremse und die schwarze Null, und das mag Sie vielleicht freuen, die werden ja nur temporär ausgesetzt. Grundsätzlich halten die Landesregierung an Ihnen fest und wird sie auch den Kommunen wieder überstülpen. Das werden wir bald erleben. Und das finden wir nur im Unterschied zur FDP grundsätzlich falsch, weil am Ende die Bürgerinnen und Bürger dann die Zeche dafür zahlen müssen. Aber am Ende will ich dann doch noch einmal zu dem zu sprechen kommen, was CDU und GRÜNE hier in ihrem Antrag und Herr Kollege Reul ja auch in einer sehr epischen Länge vorgetragen hat, nämlich eine doch etwas merkwürdige Geschichtsschreibung beim Thema Land-Kommunen-Finanzbeziehungen. CDU-geführte Landesregierungen seit 1999 tragen die Verantwortung für eine massive Unterfinanzierung unserer Kommunen mitsamt zeitweiligen Rekordschuldenständen. Infolge der Wirtschafts- und Finanzkrise erhöhten CDU-Landesregierungen mit zahlreichen Maßnahmen, Schutzschirm, Herbsterlass, den Kürzungsdruck und sorgten für eine Abwicklung der öffentlichen Leistungen in den Kommunen. Gekürzt wurde zuallererst bei sogenannten freiwilligen Leistungen, ein falscher Begriff, weil er den Eindruck erweckt, dass Maßnahmen der Sozial-, der Kultur-, der Sportförderung, dass Bibliotheken und Schwimmbäder irgendeine Schönwetterangelegenheiten seien. Das ist mit Ausnahme eines Freibads mitnichten der Fall. Und auch dessen Finanzierung muss unabhängig vom Wetter gesichert sein.
Eine weitere Folge: Den Bürgern Hessens ist tief in die Tasche gegriffen worden. Die hessischen Kommunen haben im bundesweiten Vergleich mit die höchste Grundsteuer. Nur in NRW ist die höher, und nun drohen auch weitere Ungerechtigkeiten, weil Hessen angekündigt hat, einen eigenen Weg bei der Grundsteuer zu gehen. Aber das ist noch einmal ein anderes Thema. Die Investitionsprogramme, für die Sie sich loben, KIP 1 und 2, sind häufig mit anderem Geld bezahlt, bezahlt vom Bund. Der SPD-Kollege Warnecke hat es Ihnen ja noch einmal vorgerechnet. Für die Hessenkasse ziehen Sie Mittel der Kommunen heran, die Sie verschweigen, und über den einmaligen Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung durch die Heimatumlage, da wollen wir hier an dieser Stelle vielleicht nicht noch einmal so intensiv ausführen, aber dieser einmalige Eingriff, der hat die kommunalen Spitzenverbände gemeinsam in einer Art und Weise auf die Barrikaden getrieben, wie sie beispielslos in der Geschichte des Landes Hessen ist. Und wenn sich die finanzielle Situation der Kommunen in den letzten Jahren verbessert hat, dann vor allem aufgrund der konjunkturellen Lage, aber bestimmt nicht wegen, sondern eher trotz dieser Landesregierung. Nein, nein, CDU-geführte Landesregierungen waren in den letzten 20 Jahren kein Partner der Kommunen, bestenfalls ein Antreiber, der mit wenig Zuckerbrot und sehr viel Peitsche die Kommunen auf einen falschen Pfad getrieben hat. In der Krise müssen CDU und Grüne erkennen, dass diese alten Rezepte nicht mehr greifen. Die Rede vom Kollegen Martin war ein Ausdruck davon. Ich würde sagen, zum Glück für die Kommunen. Aber es steht zu befürchten, dass, sobald sich die Lage wieder bessert, CDU und Grüne zu ihren alten Rezepten greifen werden, die den Kommunen nicht besonders schmecken dürften. Zur Bewältigung der ökonomischen und sozialen Folge der Corona-Pandemie muss den Kommunen kurzfristig und großzügig geholfen werden. Schritte in diese Richtung finden unsere Unterstützung und unsere Zustimmung. Da sind wir, wie Sie uns kennen, ganz unideologisch. Aber auch für Zeiten nach der Pandemie gilt, statt Kürzungs- und Sparvorgaben brauchen die hessischen Kommunen dauerhaft eine angemessenere und eine aufgabengerechtere Finanzausstattung. Und dahin ist es wegen dieser Landesregierung noch ein weiter Weg. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schalauske. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Boddenberg. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will zunächst einmal sagen, dass ich glaube, diese Woche ein sehr guter Zeitpunkt ist, um über die Kommunalfinanzen zu reden. Deswegen bin ich der CDU und der GRÜNEN Fraktion sehr dankbar, dass Sie das Thema heute zum Setzpunkt gemacht haben. Und Herr Warnecke, jeder seine Meinung sagen darf, das ist, glaube ich, nicht unüblich in einer solchen Debatte. Und dass die Meinungen voneinander abweichen, hat man gerade zum Schluss noch einmal bei Herrn Schalauske erlebt, bei dem ich ja Gott sei Dank den Eindruck habe, er distanziert sich zunehmend davon, dass er sich gemein macht mit der Position und der Politik der CDU-geführten Landesregierung, also auch dieser Koalition. Weil, Herr Schalauske, ich will mal bei Ihnen beginnen, es ist ja immer wieder das gleiche Ritual. Wenn ich jetzt noch gefragt hätte, wie finanzieren Sie das eigentlich alles, was Sie auch im Zusammenhang mit den Kommunen erwähnen, dann wäre wahrscheinlich wieder Vermögensteuer und anderes gekommen. Das ist aber mittlerweile schon fast offensichtlich sogar Ihnen zu langweilig, dass Sie auf das Einnahmequellen nicht mehr zurückgreifen. Also bleiben Sie da nebulös. Das ist das gute Recht der Linken. Aber ich glaube, wenn es um haushalterische Seriosität geht, wissen die Wählerinnen und Wähler in unserem Land ohne dies, dass man da bei den Linken nicht gerade gut aufgehoben ist. Ich will vielleicht noch einmal, weil ich das Gefühl habe, dass hier ganz viele Dinge miteinander vermischt werden, sagen, ja, wir haben, und da hat die Koalition zu Recht in ihrem Antrag darauf hingewiesen, in diesem Jahr eine Reihe von sehr kurzfristigen Entscheidungen treffen müssen. Und Kollege Reul hat es dargelegt und Herr Kollege Martin. Wir haben uns zunächst einmal darum kümmern müssen, mit Beginn der Krise, dass die Kommunen zahlungsfähig blieben. Das ist etwas, das wir übrigens auch in der freien Wirtschaft machen, mit all den Zuschussprogrammen und jetzt den aktuellen Programmen des Bundes. Zentrale Zielsetzung ist, dass man Unternehmen, aber halt auch wir, die Kommunen, so ausstatten, dass sie zahlungsfähig sind, und zwar jederzeit, weil die Zahlungsfähigkeit gerade der öffentlichen Hand, und dazu zähle ich übrigens auch ein relativ zeitnahes Zahlen von Rechnungen, gerade wenn es um Investitionen geht, gerade um die mittelständische Bauwirtschaft geht, ist ein sehr, sehr hohes Gut, das Vertrauen schafft, wenn es funktioniert,
aber umso mehr Vertrauen zerstört, wenn es nicht funktioniert. Ich glaube, es ist durchaus zu Recht heute noch einmal darauf hingewiesen worden, dass ich glaube, wir dort einen ganz guten Job gemacht haben, indem wir zeitnah alles, was an Liquiditätshilfen möglich war, auch umgesetzt haben. Zu dem großen Problem, Herr Kollege Hahn, das Sie angesprochen haben, nämlich was sind denn eigentlich die pandemiebedingten Folgen auf der Einnahmenseite der Kommunen, will ich vielleicht noch einmal die vier Daten, die wir auch gestern im Haushaltsausschuss diskutiert haben, in Erinnerung rufen. Die Kommunen haben laut Steuerschätzung Mai, und wie viel sich da ändern wird im September, wissen wir nicht. Nach den Wirtschaftsdaten, die der Bundeswirtschaftsminister gestern vorgetragen hat, könnte es ja mal, sage ich sehr vorsichtig, so sein, dass die Zahlen der September-Steuerschätzung jedenfalls nicht schlechter werden als die der Mai-Steuerschätzung. Aber da sind wir noch ein paar Tage darauf angewiesen, das am 10., 11., 12. September dann konkret zu erfahren. Aber bleiben wir mal bei den Zahlen, die wir haben. Die Mai-Steuerschätzung sagt bei den Kommunen, Herr Kollege Hahn, in diesem Jahr 1,4 Milliarden Euro minus. Übrigens, Herr Schalauske, das hatten wir beide aber gestern geklärt, nicht nur Gewerbesteuer, sondern auch Einkommensteueranteile, Körperschaftssteueranteile und anderes mehr. Sagt für das nächste Jahr 611 Millionen minus, sagt dann für die Folgejahre rund 750 Millionen Euro minus auf der Einnahmenseite der Kommunen. Jetzt haben wir Herrn Scholz sei Dank, Herr Weiß, dass Sie es einfach auch einmal von mir gehört haben. Von dem ich erwarten würde, dass er sich mit dieser Krise auseinandersetzt und natürlich auch als Bundesebene, die ja jeden Tag irgendwo unterwegs ist, sich etwas Neues auszudenken, was am Ende auf Seiten der Ausgaben bei den Kommunen landet, dass der denn in einer solchen Krise als Bundesfinanzminister sich auch einmal um die kommunale Ebene kümmert, finde ich angemessen. Aber ich kann mich ja trotzdem bedanken, zumal ich glaube, Herr Scholz das nicht ganz alleine macht, sondern in der Großen Koalition. Und zumal Herr Scholz, wie ich finde, auch zu Recht sagt, die Länder müssen mit ins Boot. So, und jetzt haben wir gemeinsam mit dem Bund, das ist gestern Abend hier vorgestellt worden, eingebracht worden als Gesetz, aber auch im Haushaltsausschuss diskutiert worden. Ich will hier noch einmal sagen, herzlichen Dank. Das hat eine einstimmige Zustimmung erfahren und zeigt ja, dass wir alle gemeinsam zunächst einmal der Auffassung sind, dass wir das Problem dieses Jahres lösen müssen. Volumen 1,2 Milliarden, Verluste 1,4 Milliarden. Und jetzt sage ich einmal, Herr Warnecke, ich weiß nicht, Sie waren ja auch gestern dabei. Dann könnte man ja auch einmal als Oppositionspartei die Größe haben und feststellen, dass der Städtetag, Herr Dr. Dieter in Person, ja kaum wusste, wie er es formulieren soll. Sein Lob nämlich in Richtung der Landespolitik, und das sage ich ausdrücklich, in Richtung der Landespolitik. Denn am Ende des Tages haben wir, wie gesagt, einen einstimmigen Beschluss gefasst. Und das ist nicht mein Geld, sondern das ist das Geld der Steuerzahler. Und wenn der Städtebund, der Städtetag und auch der Städte- und Gemeindebund feststellt und der Landkreistag, dass das gut investiertes Geld ist und dass das Verfahren, das wir gewählt haben, in Ordnung ist, dann finde ich, kann man das doch auch hier einfach mal vortragen. Und Herr Kollege Hahn, also ich war nicht lange in Urlaub in diesem Jahr. Ich kann den erbitterten Streit, von dem Sie gesprochen haben, nirgendwo feststellen. Wahrnehmungsproblem. Nein, kein Wahrnehmungsproblem, weil es auch Quatsch ist, so etwas hier zu erzählen, weil es völliger Quatsch ist. Ich muss das einmal so deutlich sagen. Erbitterter Streit, was heißt denn das? Natürlich haben die Spitzenverbände unterschiedliche Interessen. Und der einzige Streit, ich nehme es zurück, der einzige Streit, den es dort gegeben hat, war, nehmen wir 3 Jahre als Referenzzeitraum oder nehmen wir 5 Jahre? Und der hat schlichtweg mit Geld zu tun. Das haben Sie ja gesagt, das bestreite ich doch nicht. Aber wir haben den Kommunen gesagt, uns in Anführungsstrichen ist es eigentlich egal, wie wir es machen, weil wir reden über eine fixe Summe von 1,213 Milliarden Euro. Und schaut doch bitte zu, dass ihr euch dort einig werdet. Und ich konnte gestern Abend im Haushaltsausschuss, Herr Dr. Worms und andere, die dabei waren, Kolleginnen und Kollegen der Fraktionen, jedenfalls eins nicht feststellen, dass die untereinander einen erbitterten Streit geführt haben. Ja, der Städtetag hat es auch noch einmal verschriftlicht. Uns wäre lieber 5 Jahre gewesen. Das ist doch auch seine Aufgabe, zu sagen,
Unsere Mitgliedskommunen haben eine andere Auffassung, weil es ein paar Millionen Euro mehr für sie bedeuten würde. Aber wir sind auch am Ende auf Ihre Position gekommen, nämlich haben auch als Land gesagt, Städte- und Gemeindebund, wir sollten gucken, dass wir auch bei denen helfen, die nicht ganz so gewerbesteuerstark sind. Und insofern kann ich nicht erkennen, dass dort erbittert gestritten worden ist. Im Gegenteil, ich bin sehr, sehr froh über das Einvernehmen, das wir dort weitestgehend erzielen konnten. So, und wenn ich das alles zusammenfasse, Kolleginnen und Kollegen, wenn ich das alles zusammenfasse, auch mit Hilfe des Bundes, Herr Weiß, 550 Millionen Euro, Herr Warnecke, kommen wir auf ein Maßnahmenpaket des Landes von über 3 Milliarden Euro. Das sind die 2,5 Milliarden, die wir in Sondervermögen gestellt haben, plus dem, was der Bund jetzt für dieses Jahr hinzugibt. Und dann gibt es noch ein paar andere Themen, das kennen Sie auch aus dem zweiten Nachtrag des Bundes. ÖPNV als Beispiel und ein paar andere Programme. Übrigens auch bei uns gibt es noch einige Ideen, wo wir da auch über das eigentliche Maß hinaus möglicherweise beim ÖPNV zum Beispiel helfen müssen. Aber all das erfordert doch jetzt zunächst einmal eine Bestandsaufnahme. Wie sieht es denn aus mit den jeweiligen Sparten und Zuständigkeiten der Kommunen? Und Herr Warnecke, Sie haben die Krankenhäuser angesprochen. Ja, ja, entschuldige mal, Hersfeld-Rotenburg, das Thema kenne ich schon ein bisschen länger. Und wenn Sie jetzt sagen, und Ihre Rechnung will ich nicht nachvollziehen, ist auch nicht erheblich, also ein Betrag natürlich erheblich, aber haben wir jetzt eine kommunale Zuständigkeit und Trägerschaft oder haben wir die nicht? Also ich will hier nicht wegen der Krise alle bisherigen klar strukturierten Zuständigkeiten auf drei Ebenen in unserer Bundesrepublik Deutschland infrage stellen. Ich will denen helfen. Ich will und wir wollen den Kommunen helfen. Und wir werden auch bei den Krankenhäusern etwas machen, Frau Kollegin Faeser. Aber wenn Sie vor Ort sind, und ich war noch als Fraktionsvorsitzender vor Ort, und sich mit den Direktoren, den Geschäftsführern, dem Klinikpersonal dort unterhalten, dann kommen Sie als erstes Mal, Frau Kollegin Faeser, darauf, dass da vor Ort aber so ziemlich viel, ich könnte sagen, sehr, sehr viel schiefgelaufen ist in den letzten Jahren. Und dass dort ein Klinikum geschaffen wurde, das jedenfalls nicht meinen Ansprüchen entspricht, wenn es darum geht, dass man auch im Bereich des Gesundheitswesens ökonomisch denken und operieren muss und nicht einfach mal so ein Verbund schafft, von dem man am Ende dann feststellt, ups, der kostet uns ja jedes Jahr zweistellige Millionenbeträge aus dem Kreishaushalt an Zuschüsse. Das will ich ausdrücklich nicht, und da will ich die Verantwortung vor Ort weiter haben. Aber der Landrat Koch war gerade letzten Freitag von wegen, Sie kümmern sich nicht, gerade letzten Freitag bei uns im Finanzministerium, und wir reden darüber. Aber es gibt neben dieser Klinik auch noch ein paar andere in Hessen. Seien Sie sicher, wir kümmern uns darum, aber wir beseitigen nicht jeden Schaden, der vor Ort entstanden ist, weil man dort relativ fahrlässig mit all diesen Konstrukten umgegangen ist. Das will ich sehr, sehr deutlich sagen. So, und meine letzte Bemerkung will ich auch sagen. Uns ist doch bewusst, und uns hier im Landtag wie auch im Deutschen Bundestag auf Ebene des Bundes muss doch bewusst sein, dass der Bürger und die Bürgerin unmittelbar das, was in Kommunen funktioniert oder nicht funktioniert, spüren. Und übrigens, wir alle sind Bürger und irgendwie auch Kommunalbürger, logischerweise. Und jedem von uns ist bewusst, dass die Qualität, die Attraktivität von Kommunen, angefangen bei ihren Gebührenhaushalten, dass also das alles bezahlbar ist und bleibt, was dort an Gebühren anfällt, aber auch die Schule als Synonym und die Kita und all das in Ordnung sein muss? Ja, natürlich das. So, und uns allen ist doch bewusst, dass es unglaubliche breite Leistungsspektrum in den Kommunen gibt, das zurzeit aufgrund der schwierigen finanziellen Lage natürlich einige Fragezeichen hat. Und den Kommunen, das sage ich auch einmal sehr deutlich, war jedenfalls in den Gesprächen, die wir geführt haben, von wegen Sprachlosigkeit. Wir reden doch seit jeher mit den Kommunen regelmäßig, aber erst recht seit Krise März, jede Woche. Telefonschalt mit den kommunalen Spitzenverbänden. Da gibt es manche, die sagen, die vertreten aber nicht mein Interesse, dann sage ich, dann müsst ihr das intern klären. Aber das sind unsere Gesprächspartner. Jede Woche. Über all das, was Pandemie bedeutet, was Lockerung anbelangt, was Großveranstaltungen anbelangt, was Eröffnung von Schwimmbädern anbelangt, was Sportstätten anbelangt und, aber natürlich auch über Geld. Und mein Eindruck ist, dass die kommunale Seite sehr wohl weiß, dass die Folgen der Krise, auch die finanziellen, haushalterischen Folgen, nicht alleine beim Bund und beim Land, natürlich zu großen Teilen dort, in irgendeiner Form gemanagt werden müssen, ja, über Kredite im Bund wie im Land und in den Ländern,
Am Ende aber auch die Kommunen wissen, dass sie ihren Beitrag leisten müssen. Und darüber reden wir jetzt, Herr Kollege Hahn, wirklich ernsthaft und sehr offen. Ich glaube, das darf ich für uns reklamieren, dass auch der Eindruck der kommunalen Seite ist, dass wir da nicht mit einem fertigen, fixen Konzept kommen, sondern sagen, wofür braucht er denn dieses Geld? Und dann geht's Herr Staatsminister, ich will nur auf die Redezeit der Fraktion hinweisen. Ich will am Ende nur sagen, auch da geht es am Ende des Tages natürlich um die Verteilung. So, und deswegen, ich habe manche Aufregung hier verstanden, auch die Aufregung, Stichwort Innenminister, Finanzplanungserlass. Ja, das ist die Aufgabenteilung und die Aufgabe in der Kommunalaufsicht des Innenministers. Aber seien Sie sicher, wir reden darüber. Sie werden es kaum glauben. Und wir reden darüber. Weil ich auch wie der Innenminister der Meinung bin, dass es weiterhin klar definiert sein muss, wie sich Kommunen in ihrem Haushaltsgebaren aufstellen. Und deswegen sind wir beieinander, gemeinsame Zielsetzung, Krisenbewältigung, aber nicht aus den Augen verlieren, dass wir natürlich wollen, dass wir unmittelbar, sobald wir in den Ausläufen der Krise sind, bei den Kommunen wieder eine Situation haben, die etwas mit vorheriger Haushaltskonsolidierung zu tun haben und dazu führen, dass Kommunen wieder die Stabilität haben, die sie hatten, bevor Corona begann. Und da können Sie sicher sein, da werden wir gemeinsam, der Innenminister, der Finanzminister, die Landesregierung und die Regierungsfraktionen, daran arbeiten, dass das möglichst bald wieder der Fall sein wird. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Kollege Hahn hat sich gemeldet. Bitte schön. Hoffentlich, lieber Michael. Lieber Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe mich jetzt nur deshalb noch einmal gemeldet, weil ich mit Freude zur Kenntnis genommen habe, dass die Landesregierung miteinander redet und dass sie auch mit anderen redet. Das finde ich wirklich klasse. Nur wenn Sie uns jetzt auch noch verraten würden, welchen Inhalt diese Rede hat und welches Ergebnis diese Rede hat. Ich verstehe die Beiträge sowohl von Ihnen, Herr Staatsminister, wie aber auch von den Kollegen von CDU und GRÜNEN nicht so wirklich. Jetzt tun wir mal so, als seien wir Kämmerer einer Kommune. Einfach mal so. Ja, was hat Ihr Redebeitrag, Herr Minister, dem Kämmerer geholfen? Nichts. Null. Also er weiß jetzt, da ist er beruhigt, dass Sie miteinander reden. Und er weiß auch, das weiß er aber auch selber, weil er ein Verteiler vom Städtetag, vom Städte- und Gemeindebund oder vom Landkreistag ist, dass man miteinander redet. Aber was denn? Wohin denn? Wo ist denn der Plan A, B, C der Landesregierung von Hessen im Zusammenhang mit den Kommunen? Die Zeit drängt. Das ist doch auch unser Antrag. Die Zeit drängt. Ich kann ja sagen, ich kann ja verstehen, wir können verstehen, wenn Sie sagen, also jetzt mal gut haben. Du hast dir noch vor 4 Wochen erklärt, vor dem Ergebnis der Steuerschätzung September kann man nichts machen. Okay, das nehme ich ja noch an. Aber ich möchte den Zeitplan jetzt schon wissen. Ich möchte als Kämmerer der Kommune X wissen, wann ich dann wie meinen Haushalt aufstellen kann, wann ich die Eckdaten bekomme, die ganz wichtig sind dafür, dass ich die Gespräche mit den anderen Dezernenten führe. Das ist doch alles nicht so, als wenn wir das alle nicht schon mal gemacht hätten in den verschiedensten Funktionen. Und ich will darüber hinaus wissen, wie ist das denn mit der Genehmigung des Haushaltes dann? Was muss ich da zusätzlich beachten? Was verändert sich zu der jetzigen Rechtslage? Nichts oder vielleicht irgendwas? Sondern hilft es uns nicht weiter. Ich finde es sogar ein bisschen, ich sage jetzt mal charmant, meine das Wort aber eigentlich ganz anders. Es ist schon charmant, dann hier im Landtag vorzutragen, wir reden miteinander. Nein, Sie müssen schon Butter bei die Fische geben. Was sind die Inhalte? Was macht der Kämmerer in der Kommune A jetzt schon als Vorbereitungsarbeit? Wann kriegt er die Rahmendaten, die er braucht für seine Haushaltsaufstellung 2021? Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wie sind die Genehmigungsvorbehalte, das Wort ist jetzt falsch, aber mir fällt nichts Besseres ein, für den Haushalt, wenn dann die Kommunalaufsicht damit beschäftigt? Wir wollen doch alle, dass so schnell wie möglich die Kommunen im Januar 2021 finanziell handlungsfähig sind. Und dazu brauchen wir diese Informationen, und zwar heute und jetzt und hier und nicht die beruhigende Aussage, dass sie miteinander reden. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Hahn. Weitere Wortmeldungen liegen wir nicht vor. Dann sind wir am Ende der Aussprache angelangt. Ich gehe davon aus, dass wir beide Anträge in den HHA überweisen. Das ist der Fall.